Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, und auch mal nochmal Bezug auf das Buch zu geben, Habibi und Habibti, aus Libanon sozusagen, oder handelt sich ja, spielt sich ja die Geschichte in Libanon ab, in Beirut. Ja, wir hätten jetzt nicht gedacht, dass wir noch irgendwie schaffen, in diesem Jahr diese Veranstaltung zu realisieren. Aber Ezzet Temelkuran hat glücklicherweise noch rechtzeitig Visa-Angelegenheiten und Pass alles erledigt. Und es ist uns doch noch gelungen, jetzt direkt unmittelbar nach der Buchmesse diese schöne Veranstaltung, diese wunderbare Veranstaltung heute Abend zu realisieren. Nochmal im Namen des Veranstalters und im Namen aller Gastgeber hier, Gastgeberinnen natürlich, herzlich willkommen. Ja, wir werden heute auch ein bisschen über Literatur reden. Übrigens, sie kann Deutsch, also Aufpassung, was Sie sagen. wir werden heute Abend hauptsächlich über diesen Roman Musseskeri, Bananengeräusche, über ihren ersten Roman sprechen. Aber ich denke mal, wir sind auch alle sehr neugierig und wenn wir schon mal welche Fragen hier haben, werden wir auch sicherlich die Gelegenheit haben, auch ein bisschen über die aktuelle Politik, aktuelle Geschehnisse in der Türkei und im Nahen Osten zu sprechen. Ja, also der Roman, es ist wirklich, als ich das gelesen habe, hatte ich wirklich sehr viel Freude daran, diesen Roman zu lesen, Musseskeri. Als ich den Titel gelesen habe, wusste ich jetzt erstmal gar nicht natürlich, was ich mir darunter vorstellen soll. Es geht also drei wichtige Spielorte, drei wichtige Metropole in Paris, London und wichtiger Handlungsort ist Beirut. Und es ist so, es ist ein vielschichtiger Roman. Es sind sehr viele Personen, die darin vorgestellt werden. Es ist auch ein intertextueller Roman, also auch ein intertextueller Bezug ist drin. Es gibt eine, also es ist die Geschichte von einer Philippinerin, Filipina heißt sie auch, beziehungsweise die Tochter einer philippinischen Mutter und eines palästinensischen Vaters. Und eine türkische, türkeistämmige Autorin, Akademikerin, die in Oxford ihre Dissertation, ihre Doktorarbeit schreibt über Nahen Osten, über den Islam. Und ein wichtiger Teil des Romans ist wirklich vor allem die Briefe, die sehr, sehr faszinierend sind, wirklich sehr entzückend sind. Die Dr. Hamza, ein palästinensischer Doktor, der in einem Camp, Flüchtlingscamp, Shatila, ich glaube, die Beirut oder beziehungsweise Libanon ein bisschen kennen, was Shatila bedeutet. Und Dr. Hamza schreibt Briefe in die Zukunft. Er hat eine Tochter, die Mutter ist gestorben bei einer Bombardierung der israelischen Armee. Und der Vater will natürlich nicht, dass die Tochter unter diesen Umständen, unter diesen Kriegszuständen sozusagen aufwächst, will deshalb zu der Großmutter nach Philippinen schicken und schreibt ihrer Tochter Briefe in die Zukunft, stellt die Mutter vor, wenn die irgendwann mal erwachsen ist und den Vater, die Mutter, das Land sozusagen kennenlernen möchte, dass er dann auch diese Briefe lesen kann. Und, aber wir werden jetzt auch natürlich, wie gesagt, ein bisschen ausführlicher darüber sprechen mit Ezzet Temelkuran. Ezzet Temelkuran ist eine Journalistin, die wir, glaube ich, alle sehr gut kennen, schon seit fast 20 Jahren journalistisch tätig.
1973 geboren, aber beinahe die Hälfte ihrer Lebenszeit als Journalistin sozusagen tätig gewesen, hat für viele große Zeitungen in der Türkei geschrieben, Fernsehsendungen moderiert und zuletzt dann sozusagen 2010 diesen Roman veröffentlicht. Und ich finde auch, dass die literarische Landschaft in der Türkei mit diesem Roman auch eine interessante Autorin in der Literaturlandschaft, Belletristiklandschaft, gewonnen hat. Ja, so viel zu der Einführung. Wir werden es so machen, dass wir jetzt erstmal mit dem deutschen Text, wir haben auch zwei Briefe ins Deutsche übersetzt. Wir fangen dann mit dem Brief auch gleich an und um sie auch sozusagen ein bisschen in den Text, in den Roman hineinzuführen. Und dann führen wir das Gespräch und dann werden wir nochmal aus dem Buch was lesen und ganz im Schluss haben wir auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ach, im Übrigen habe ich ja vergessen. Reja ist natürlich. die letzten Tage uns während des Filmfestes, während der Buchmesse uns wirklich begleitet hat und auch heute wollte er uns nicht im Stich lassen, ist extra für diesen Abend aus Berlin angereist. Das Geräusch von Bananen aus dem Türkischen von Sabine Atatürk. 7. Juli 1982, Şatila Kamp, Beirut. Philippine, meine hübsche Tochter. Diesen Brief beginne ich an dem Tag, an dem ich beschlossen habe, dich zu deiner Großmutter auf die Philippinen zu schicken. Im Augenblick liegst du in der Wiege neben meinem Schreibtisch und schläfst. Doch ich schreibe diesen Brief in die Ferne, in eine ferne Zukunft. Du siehst aus wie eine kleine komische Frikadelle. Die Leute hier im Lager herzen dich und nennen dich zärtlich Klöpschen. Doch ich weiß, aus dir wird einmal eine schöne und liebevolle Frau. Denn du bist deiner Mutter ähnlich. Nur deine Augen sind palästinensisch. Eines Tages wirst du dich selbst über deine Augen freuen. Ich reiße mir ein Stück vom Herzen, wenn ich dich wegschicke. Nicht dich allein, ich schicke auch all die Erinnerungen, in die ich mich inmitten dieses Krieges geflüchtet hatte, weit übers Meer. Denn hier sterben die Menschen wie aus Versehen. Du aber bist zu wundervoll, als dass du ein Versehen sein könntest. Nichts als eine Geschichte kann ich dir mitgeben. Wenn du eines Tages verfluchen solltest, je zur Welt gekommen zu sein, und wenn ich dann nicht bei dir bin, sollst du doch wissen, dass du eine Geschichte hast. Ich habe den Tod von so wunderbaren Menschen erlebt, dass ich nun weiß, was auch immer man tut, es bleibt nur eine Geschichte zurück. Wenn man sie erzählt, kommt sie einem auch noch vor wie erlogen, als wäre sie gar nicht wahr. Meine Philippine, mein hübsches, kleines Klöpschen. Deine Mutter kam im Winter 1979 in dieses Land. Warum sie herkam, warum und wie sie aus Manila fortging, werden dir Dutzende andere erzählen können. Um ehrlich zu sein, ich kenne ihre Vergangenheit gar nicht so genau. Wir waren so verliebt und unsere eigene Geschichte verlief so rasant, dass uns für das Gestern gar keine Zeit blieb. Deshalb will ich dir unsere Geschichte erzählen. Niemand außer dir und mir wird davon wissen. Meine herrlich liebende Tochter, wie viele andere auch, kam deine Mutter zum Arbeiten her. Ich glaube, sie war als Hausmädchen bei einer christlichen Familie beschäftigt. Einmal sagte sie, ich dachte, das Einzige, das ich aus diesem Land mit nach Hause nehmen würde, wäre Geld. Ich träumte davon, mir ein Leben aufzubauen wie alle anderen. Deine Mutter war aber nicht wie alle anderen.
Oder wer weiß, vielleicht hat diese Stadt auch Sie, wie uns alle, in eine Romanheldin verwandelt. Eben darum lieben alle diese Stadt Philippinen. Beirut macht alle zu Helden, größer als sie je waren. Als sie ankam, war die Stadt schon zweigeteilt, in Ost- und West-Beirut. In Ost-Beirut lebten die Christen und ihre gläserne Welt. In West-Beirut, auf unserem Territorium also, herrschte Krieg. Wenn du eines Tages größer bist und auf einer Weltkarte Beirut als winzigen Punkt am Mittelmeer entdeckst, wirst du dich vielleicht fragen, wie man einen so kleinen Fleckchen noch teilen konnte. Das ist gar nicht wichtig. Du sollst wissen, dass ohnehin niemand so ganz verstand, was hier vor sich ging. Als die Stadt in zwei Teile geteilt wurde, geschah auch etwas mit uns Philippinern. Das Leid drängt den Menschen zur Flucht aus seinem Körper. Die Menschen verlassen ihren Körper, um abzuwarten, bis das Leid hindurchgezogen ist. Manche kehren dann wieder zurück. Seltsam ist nur, dass hier, wo die Geschichte von Anfang bis Ende davon erfüllt ist, niemand seinen Kindern lehrt, dass es eines Tages auch ihnen widerfahren könnte. Den Körper zu verlassen ist eine Art der Seele zu trauern. Eines Tages kehrt die Seele zurück, aber nicht, weil das Leid vorbei wäre, sondern weil sie sonst irgendwo hin kann. Die Menschen in Shatila haben kein Haus, kein Land, außer dem eigenen Körper. Wir alle beobachten, was um uns herum geschieht, was uns übersteigt. Wir schauen zu, wie wir morgens aufstehen, Lamm mit Frischkäse auf das Brot streichen, wie das Olivenöl als heller gelber Fleck auf den Käse verläuft, wie wir das Brot kauen, wie wir atmen. Dann geht das Getöse los. Wir schauen zu, wie wir in den Bunker laufen, beobachten staunend uns selbst. Manchmal betrachten wir sogar unsere Träume von außen. Wir sind schreiend stumme Menschen, die noch den letzten Satz aufgezehrt haben, der unseren Körper trösten könnte. Eines Tages aber erschien deine Mutter. Als deine Mutter ins Camp von Shatila gebracht wurde, trug sie eine blutbespritzte Dienstbotenlivree in Rosa. Als erstes erinnere ich im Zusammenhang mit ihr, wie sie ihre vor Entsetzen glänzenden Augen unter wirrem Haar auf die Frauen richtete und um etwas zum Anziehen bat. Sie hasste ihre Uniform und sie mochte Shatila, dieses Lager voller Liebe und ohne Erbarmen, glaube ich vor allem deshalb, weil es sie von der Uniform befreite. Sie war nur ein wenig größer als die Kalaschnikows der Männer, die sie hergebracht hatten. Aber ihre Wut reichte für die ganze Bewohnerschaft von Shatila. Die Familie, Falangisten, Erzfeinde der Palästinenser, hatte man am Kontrollpunkt Barbier beim Nationalmuseum erschossen und deine Mutter, eine von unseren Leuten, hatte gesagt, alle unterdrückten Völker sind Brüder, hatte man wie ein Paket hier ins Lager geschickt. Die Reichen sind da komisch, Philippiner. Sie decken die Armut mit Uniformen zu. Offenbar stört sie der Gedanke, sich von einem anderen Menschen bedienen zu lassen. Deshalb bemühen sie sich, ihre Bediensteten nicht wie Menschen aussehen zu lassen. Dazu dienen die Uniformen, vergiss das nie und sei nie bereit, eine Uniform zu tragen. Ich hege Groll gegen diesen Krieg und diese Stadt. Der zwingt mich, dir jetzt all dies auf einmal zu erzählen. Ich habe meine Seele in weite Fernen geschickt, um die Wunden all der Menschen in diesem Lager zu versorgen. Um als Arzt tätig zu sein, musste meine Seele noch weiter fortgehen als die der anderen. Vielleicht rufe ich mich selbst zurück, indem ich dir diesen Brief schreibe. Die Leute fragen sich, wie ich mich in diesen Kriegswirren in die Klinik zurückziehen und schreiben kann. Ich glaube, dir zu schreiben hilft mir, meiner Seele ein neues Haus zu bauen, außerhalb meines Körpers. Ein makelloses Haus ohne Wunden. Denn ich will nicht länger Teil von etwas sein, weder vom Krieg noch von der Hoffnung, weder eines Volkes noch einer Geschichte, weder von den Schlüsseln zu den Händen in dem alten Land, die wir noch immer in den Händen halten,
noch von diesem endlosen Tatata. Für mich ist der Krieg vorbei, Philippiner. Ich will dir erzählen, wieso. Meine Philippiner, du bist jetzt viel zu klein für diese Geschichte voller Tod. Du sollst aber wissen, dass der Tod eigentlich gar nicht so schrecklich ist. Er wird sogar unwichtig, wenn man ihn häufig mit ansieht. Selbst der eigene Tod verliert seine Bedeutung. Man sagt sich, wenn so viele Menschen es geschafft haben, dann schaffst du das auch. Das hat mich deine Mutter gelehrt. Als du anfingst, ihr gegen die Leisten zu treten, sagte deine Mutter unter Schmerzen, wenn all diese Leute jemanden zur Welt gebracht haben, dann werde ich das ja wohl auch schaffen. Sie sah nach anderen und schöpfte Kraft daraus, beim Gebären wie auch beim Sterben. Recht hatte sie. Wenn man nicht vergisst, nach anderen zu schauen, fürchtet man sich nicht. Philippina, mein süßes Klöpschen, die Geschichte von mir und deiner Mutter, die später dann auch deine wurde, nahm ihren Ausgang im Kern von Schakila. Dein erstes Zuhause war dieses Flüchtlingslager, dessen Mauern aus Fleisch, dessen Gassen aus schmalhalsigen Kindern und dessen Häuser auch aus Obdachlosigkeit bestehen. Ben bundan sonraki kısmını soracağım. Rica edip çevirecek. Ich mache jetzt auf Türkisch weiter mit den Fragen und Rica wird ins Deutsche übersetzt. Yani herkesin merak ettiği soruyla aslında başlayayım diyorum. Birincisi, yani neden bir Türkiye'nin bir yazar olarak Beyrut bilmiyorum başka bir yazar var mı Orta Doğu ile ilgili ya da Orta Doğu'nun metropolde ilgili. Anlaşılmıyor. Ses biraz ses. Pardon. Biraz yavaşayım şey. Ufak korkum var. yani bildiğim kadarıyla Türkiye'nin yazımından başka bir örneği şu anda aklıma gelmiyor en azından. Bir Türk yazar olarak bir neden Beyrut? Neden o coğrafya? İkincisi de yani Mus sesleri. Yani bu başlık hakikaten nereden çıktı? Çünkü her şeyin sesini falan duyuyoruz. Kuş sesleri, ayak sesleri ve benzeri ama Mus sesleri nedir? Ich möchte mit der Frage anfangen, auf deren Antwort glaube ich alle hier neugierig sind. Und zwar, warum Beyrut? Warum als eine türkische Autorin Beyrut und der Nahe Osten überhaupt? Ich weiß nicht, ob es andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt, die sich dem Nahen Osten zugewandt haben aus der Türkei, aber mir fällt spontan kein zweites Beispiel ein. Das ist die erste Frage. Zweitens, warum Bananengeräusche? Wir hören das Geräusch von allem Möglichen, aber wieso Bananen? Hoş geldiniz. Bu kitabı yazarken Türkiye'nin bir gün Beyrut, Lübnan olacağını söylemiştim. Yazı bitirdikten sonra verdiğim röportajlarda da söylemiştim. Şimdi Türkiye Beyrut, Lübnan oldu bence biraz. İstanbul biraz Beyrut oldu. Ben ikisinin zaten başından beri birbirine çok benzediğini düşünüyorum. Beyrut benim için şöyle bir yerdir. Savaşla delirmiş bir şehir. 2006'da ilk kez gittiğimde İsrail işgali bitmek üzereydi. Ve cesetleri gömdükten hemen sonra dans eden Kızılaç görevlilerini görmüştüm. Güney Lübnan'ın İsrail sınırında. Ve demişlerdi ki biz başka türlü yaşayamayız. Böyle delirerek yaşamak zorundayız. Çünkü başka türlü katlanamayız bu savaş hayatına. Şimdi Türkiye'de aynı delirme, şimdi değil, hep son 40 yıldır. Benzer bir delirme halinden geçiyor. En kötü zamanlarına ulaştık. Son bir cümle söyleyeyim o zaman. Dolayısıyla Beyrut'un İstanbul'dan ya da Lübnan'ın Türkiye'den zaten çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Herzlich willkommen.
Als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich gesagt, dass die Türkei Libanon ähnelt. Und auch in den Interviews, die ich nach der Veröffentlichung des Buches gegeben habe, habe ich das wiederholt. Tatsächlich gibt es für mich große Ähnlichkeiten zwischen der Türkei und Libanon und zwischen Istanbul und Beirut. Und wenn Sie mich fragen, gab es diese Ähnlichkeiten von Anfang an. Beirut ist eine Stadt, die kollektiv verrückt geworden ist durch den Krieg, mit dem Krieg. 2006, als ich zum ersten Mal dorthin reiste, habe ich Menschen gesehen, das waren Bedienstete des Roten Kreuzes, die, nachdem sie die Leichen geborgen haben, angefangen haben zu tanzen. Und ich habe gefragt, was tanzt ihr denn so? Das war an der israelischen Grenze in Südlibanon. Und sie haben gesagt, anders halten wir das nicht aus. Wir halten diesen Krieg nur dann aus, wenn wir selber verrückt werden. Und die Türkei ist ein Land, das nicht nur jetzt, sondern seit 40 Jahren immer verrückter geworden ist. Und wenn Sie mich fragen, erleben wir heute die schlimmste Phase. Und Istanbul ähnelt immer mehr Beirut und die Türkei immer mehr Libanon. Benden önce bir tek kişi var Türkiye'den çıkıp da Beyrut'la, Suriye'yle, Arap coğrafyasıyla ilgili edebiyat yapmaya çalışmış ve pek halim karar. Ben maalesef bu kitabı okuduktan sonra onun kitaplarını okumak şansına eriştim. Bilmiyordum daha önce hikayesinin aslında benim hikayeme çok benzediğini. Beyrut'a gittiğimde hala gazetecilik yapıyordum ve siyasi yazılar yazıyordum gazetede. Geçen yılda Tunus'taydım bir yıl ama artık gazetecilik yapamıyorum. Tıpkı Refik Halif Karay gibi ben de benzer bir kaderi paylaştım. Türkiye çok değişmediği için yıllar içinde bizim gibi insanların, bizim gibi gazetecilerin yaşadığı şeyler de çok değişmiyor herhalde. O da beğenilmeyen, iktidar tarafından beğenilmeyen bir gazeteci olarak Arap coğrafyasına atmış kendini yazı yazmak için. Ben de son bir yıldır aynı durumdayım. Beyrut'ta bu işlerin başlangıcı oldu. Bu Arap coğrafyasında çalışmaya başlamanın başlangıcı oldu. Bir nedeni de bu yani. Niye Beyrut, niye Arap coğrafyası? Sofern ich weiß, gab es vor mir einen einzigen Menschen, einen einzigen Schriftsteller, der das gemacht hat, der nach Beirut reiste und dort Literatur geschrieben hat und in Syrien war. Das war Refik Halit Karay. Leider hatte ich erst, nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, die Möglichkeit, sein Buch zu lesen, seine Werke zu lesen. Und vorher wusste ich gar nichts von ihm. In Beirut habe ich auch als Journalistin gearbeitet. Da habe ich vor allem politische Artikel geschrieben. Und letztes Jahr war ich in Tunesien, aber da konnte ich nicht mehr als Journalistin arbeiten. Als eine Journalistin, die man nicht mehr haben wollte, die nicht mehr gern gesehen war. Und ich habe auch erfahren, dass Refik Halit Karay und ich auch das gleiche Schicksal geteilt haben. Weil die Türkei sich nicht so sehr verändert hat, ändert sich auch das Schicksal der Menschen auf diesem Land nicht so viel. Auch Karay hat sich in die arabischen Länder geworfen, auch der ist dorthin geflüchtet, als in der Türkei unerwünschter Journalist. İçinden Desturen Bahtiyar Gadam Sultanım Tabibim Efendim Kuludam kapında dinlen ağvalim ağvalim Yetti cefakarda gelen sultanım tabibim efendim benim Kuludam
kapında dinle mahvali mahvalim yetti cefakarlı gelem sultanım tabibim efendim benim.